Freue ich mich, Sie zur heutigen Veranstaltung in der Roberto Carola-Reihe vom Ende als Anfang begrüßen zu dürfen. Am Wochenende ging in China das Jahr des wilden Tigers zu Ende. Hoffen wir, dass mit dem Jahr des schlauen, friedfertigen Hasen ein neuer Anfang des internationalen Denkens auf uns wartet. Neue Umwelten können Umbrüche und Umdenken nach sich ziehen und wir bewegen uns somit jetzt nach zwei Beiträgen aus der Theologie in den Bereich der schönen Künste, Dichtung und Malerei, die immer wieder in der Geschichte der Menschheit Impulse gegeben haben. Über den Anfang im Ende, nicht nur, wie uns Sarah Kipfer in der letzten Woche erinnert, Creatio Prima, sondern Creatio Continua. Dichtung, Malerei und auch die Musik sollen in unserem nächsten Zweischritt in dieser Veranstaltungsreihe deswegen im Vordergrund stehen. Heute wird unter dem Titel »Nach dem Kipppunkt« die Dichterin Anja Utler aus ihrem postapokalyptischen Werk »Kommen sehen, Lobgesang« lesen. Sarah Lander und Annika Hammer werden mit ihr in einen Dialog zu ihrem Werk treten. Wer aber ist Anja Utler? Und ist die Sprache nicht der ideale Ort, um der Ökologie und ihren Systemen gedanklich auf die Schliche zu kommen? Müssen Wörter daher nicht Teile der Lösung werden? So formuliert Anja Utler in einem Projekt mit dem Namen Stadt, Land, Fluss, Getier, in dem sie gemeinsam mit der Dichterin Andrea Grill neue sprachlich-bildliche Zugriffsformen auslotet, um die verschiedensten Akteurinnen in unseren Lebensweltsystemen, deren vielfältige Vernetzung untereinander poetisch sichtbar zu machen. Anja Utler, in diesem Jahr irgendwann 50 Jahre jung, ist Dichterin, Übersetzerin, Essayistin und beschäftigt sich in ihren Werken mit dem wechselseitigen Einfluss von Körper und Geist, Mensch und nichtmenschlichen Entitäten, Natur, Technik und mehr. Nach ihrem Studium in Slawistik, Anglistik und Sprecherziehung in Regensburg, Norwich in England und St. Petersburg in Russland promovierte sie 2003 über die Bedeutung der Kategorie Geschlecht im Werk von zwei russischen Lyrikerinnen. Neben essayistisch-theoretischen Auseinandersetzungen wie etwa manchmal sehr mitreißend über die poetische Erfahrung gesprochener Gedichte von 2016 oder von den Knochen der Sanftheit, Behauptungen, Reden, Quergänge von 2016 ebenfalls, publiziert Anja Utler heute vor allem Lyrik, für die sie vielfach, ja seit 2003 dem Leonschon-Lehner-Preis fast jährlich ausgezeichnet wurde und wird. Zuletzt gerade mit dem Ernst-Meister-Preis für Lyrik, aber ich könnte auch noch viele andere nennen, zum Beispiel den Heimrat-Becker-Preis, den sie sogar schon zweimal erhalten hat, oder den Basler Lyrik-Preis für ihre innovative Darstellung aktueller Themen wie Ökologie in der Poesie und den reflektierenden wie sinnlichen Umgang mit dem Verhältnis von Sprache und Körper. Anja Utler hat auch schon eine ganze Reihe von Poetik-Dozenturen und Writers-Residencies bekleidet, so in Bonn, an der Universität für angewandte Kunst in Wien, am Oberlin College in Ohio, an der Universität in Mainz, am Schloss Solitude in Stuttgart und. Anja Utler ist Honorary Fellow des International Writing Programs in Iowa, Mitglied des PEN Berlin und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Ihre Gedichte finden Sie in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Anja Utler wird nun immer wieder aus ihrem Werk lesen und dazwischen mit den beiden Literaturwissenschaftlerinnen Sarah Lander und Annika Hammer, deren Forschungsschwerpunkte jeweils im Bereich der Environmental Humanities liegen, über das Spannungsverhältnis von Ende und Anfang sprechen. Ganz kurz, Sarah Lander vom Institut für Sinologie der Universität Heidelberg am CATS forscht am Verbundkolleg Worldmaking from a Global Perspective, a Dialogue with China, das diese Ringvorlesung für das Rektorat der Universität ausrichtet. Annika Hammer ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt tätig und an der Roberto Carola sind beide in das transdisziplinäre Forschungsnetzwerk Umwelten, Umbrüche, Umdenken eingebunden. Und da geht es um die globale Umweltkrise, um ihre Auswirkungen auf Individuum und Gesellschaft. Doch nun soll es losgehen mit Kommen, Sehen, Lobgesang. Darum kurz ein paar Worte zu der Szene, in der Sie sich gleich finden.
Ich wiederhole noch einmal das Zitat von eben: Und ist die Sprache nicht der ideale Ort, um der Ökologie und ihren Systemen gedanklich auf die Schliche zu kommen? Müssen Wörter daher nicht Teile der Lösung werden? So Anja Odler mit Andrea Grill. Die Gedichte von Anja Odler begegnen uns gesprochen, geschrieben und gespielt. Hören, sprechen und lesen sind in ihrer Poesie Kräfte, das werden Sie gleich merken, die unser Denken und Fühlen formen und so in die Welt eingreifen. Wörter, die Teil der Lösung werden. Werden Sie das? Ganz besonders wichtig ist für Anja Odler die Frage, wie sich der poetischen Sprache eine ökologische Perspektivierung geben lässt. Und das passiert jetzt auch in Kommen, Sehen, Lobgesang. Hier entwirft Anja Odler die Vision einer Welt nach dem Klimakollaps. Nicht nur die natürliche Umgebung befindet sich in Auflösung, sondern mit ihr auch das menschliche Denken und Sprechen, weil es mit der neuen Realität nicht mehr korrespondiert. Es muss neue Wege finden. Worum also geht es? Kommen, Gehen, Lobgesang ist ein poetischer Monolog aus der Zukunft. Eine alte Frau spricht zu ihrer Tochter im Versuch, ihr etwas Wichtiges zu hinterlassen. Ein Bild davon, wie eine bereits ferne ökologische Katastrophe namens 3 Jahre Sommer nicht nur die physische Welt, sondern auch das Denken, die gängigen Erklärungsmuster und die Fantasie verändert hat. Davon, wie sie selbst, aber auch die Gesellschaft, mit ihren Ängsten und Sehnsüchten ringen, sowie mit der Anpassung an die veränderten Bedingungen. Mittels einer wilden Sprachmischung aus mythologischen Versatzstücken, technisch-wissenschaftlichem Vokabular, Floskeln politischer Propaganda und mündlicher Alltagssprache versucht jetzt sie, das Geschehene zu fassen, entwirft, verneint, setzt wieder neu an, bis ihr schließlich gelingt, zumindest eine sie bedrückende Sache, eine, zu klären. Anja Odlers Blick auf eine junge, postapokalyptische Gesellschaft in einer radikal bis in die Fortpflanzungsbedingungen hinein veränderten Welt wirft zugleich die drängende und entscheidende Frage auf: Wie war das? Was hat man kommen sehen können, was nicht? Und vor allem, wieso konnte man auf das, was kam, nicht angemessen reagieren? Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, kann man nicht sagen, aber viel, einen guten Hörerfolg. Kommen sehen. Lobgesang. Man konnte die Sonne ja. Ich konnte die Sonne ja kommen sehen, sagt sie, als sie alt ist. Die Tochter hat wieder etwas zu tun. Keine weiß, was das ist. Sie rennt hin und her in dem Sandloch, in das kein Gras sich mehr setzen wird. Dort spielen die Mädchen, keine weiß was, und sie sagt, es hat gefaucht. Schon im Jahr vorher, da bleibt die Tochter kurz stehen, und dann waren die 3 Jahre Sommer, und sie sagt nein. Als die Tochter sagt, du sprichst vom Abschnitt verdreifachter Sonne, sie nicht, ruft zu den Mädchen nicht. Zwischen denen ist es so hell, dass die Haare, Gesichter, der Sand in das Licht hinein kollabieren, das spritzt, nisten will. Sie lachen auf, hell, ihr Lachen nimmt sich bei der Hand, springt fort, springt durch die Luft, ein Knäuel aus Geißeltierchen, in seinem Flaumausbeinchen wird es sich einwintern, dort im Uferschlamm glucksen, Sauerstoff satt mit den anderen, wo es noch Uferschlamm gibt. Die Arme der Mädchen flimmern, die Haare wie viele geruste Finger um dieses Ei aus Licht, das losrollt, zunimmt und kommt, es kommt, denkt sie, das
könnte man denken, wenn man das zum ersten Mal sieht. Nur sieht, senkt sie, sonst nichts wüsste, nichts. Das ist nur das Gegenlicht. Das kommt nicht, das will nichts. Dahinter liegt weiter der Streifen, intakter Garten, die glatt gestrichenen Steine der Straße, die Steine des alten Werks, für das Eisen fiel, älter als sie, und sie sagt, das ist nicht richtig. Verdreifacht hat sich die Sonne nun wirklich nicht. Und sie sagt, natürlich nicht, natürlich nicht, als die Tochter sagt, willst du mir sagen, da gab's diesen Rost in der Mechanik, auf einmal zu viel und einen Ruck gerade um die Sonnenwende einkippelt und schon ist nichts weitergegangen. Drei lange Jahre, dreh dich, dreh auf der Stelle dich weiter, zitternd auf unserem Höhepunkt, einmal noch unter um 9:21, einmal noch 5:05 auf, dazwischen Johannesfeuer. Normal erst, Pause. Dann einige Nächte lang als Gekicher auf dem Plateau, dann nur noch aus Angst. Es hat noch nichts richtig gebrannt, es ist noch nichts richtig gesprungen worden, die Flammen zu niedrig, die Flammen zu hoch, jahrelang. Jetzt, wo sie sich selber entzünden, braucht es den rechten Fuß, der in zarter Nacktheit bereitsteht, sie austritt, Reinheit, die in der Asche siegt und hilft nichts. Es hilft ja nichts, ist nur das Zeichen, die Rechte ist noch nicht gefunden. Sag mir, sagt die Tochter, nicht dieser Irrsinn, bitte. Und sie sagt, natürlich nicht, natürlich nicht. Richtig ist, Nächte kurz, Nächte lang, es hat gebrannt. Vieles, was nicht hätte brennen dürfen, hier und da draußen, war alles wie immer, soweit man das weiß. Es kamen keine Geburts- oder Verlustanzeigen von da. Ein, zwei haltlose Steine auf Durchreise. Von großer Durchschlagskraft sicher, aber nicht hier. Nicht hier. Alle anderen hängen und hingen, fest vertäut in ihren Kreisen, der ja genauso. Jetzt ja genauso ein Brocken in Biofilm und der Stoff zirkuliert. Durch diese Bewegung wie stillstehen, stürzen die Flüssigkeiten, das Blut, ihre geordneten Bahnen hinauf und hinunter, das rauscht und gefällt sich so sehr, dass es von sich noch zulegt, zunimmt, an Dicke, an wilder Dichte, an Fingern, bis sie ihn kratzen können, bis sie ein Film geworden sind, der in sich selbst Risse aufkratzen kann und sieht, unterm seufzenden Fell liegt bloß Stein. Aber dem kann man Ärmchen bauen, wie Stoppeln, so neu, so Metall, so schmalspurig, zart fühlend. Pflanzungen auf Empfang, sie erschaudern, sobald ihre Baulichkeit es erlaubt, dem Echo von draußen mit einem Echo von hier zu entsprechen. Reproduktionsorgane für unsere Gedanken in dauernder Rückkopplung. Und ganz und gar handzahm, die zahmsten vielleicht der Gesamtgalaxie und als solche patentiert, spitz wie beflissene Jagdhunde, methodisch wie Gras, aber sehr, sehr brav, sich gefiebt durch das System ihrer Ausschläge, damals, es zeigte, von dem, was wir uns hatten vorstellen können, davon zeigte sich nichts. Kaum vorstellbar aber und kaum am Atmen zu halten in der Erinnerung, obwohl dort doch sogar der Tod immer weiter hechelt und hetzt und knackt, das rauscht wie Flecken um Flecken, das Gras, sagt sie, kollabiert. Und hier, denkt sie, könnte die Tochter sagen, wie es gefaucht, aber die steht ein paar Schritte weg, hat vielleicht gar nicht gehört, wie Flecken um Flecken, sagt sie, das Gras kollabiert ist, sein Kollaps im Kopf aber jetzt selber schon wieder an die Beatmung müsste dabei.
Warum hätte es nicht zielsicher das tun sollen, was unvorstellbar ist? Tun wir selber ja auch. Und es rauscht. Egal. Damals also. Kein Objekt in der Nachbarschaft, leider so vertieft in sich, dass es dorthin abstürzt, ein Loch schlüpft, junger Blinddarm fürs Universum, welcher nach Kirschkernen giert, und auch keine nahegelegene Brennstoffzelle, die wie jeder Einzeller einmal nur ihre Mitte gefurcht haben will, einmal mit einem Blinzeln die eigene Mitte scheiteln, Gewichte zur Seite wischen, einmal nur die eigene finstere Mitte gespickt haben will mit dem Zögern Licht der anderen Sterne, die spärlichen Teilchen in sich zu blinzeln, und schon sind es zwei, bloß weiter massiv, deshalb nochmal, und es gibt drei eiernde Sonnen, und alles, was vorher in respektvollem Abstand herumgetrudelt war, immer wieder allein auf dem Sprung zu sich, wäre jetzt verkocht, zu fremder Erbmasse versiegelt in diesem Spezialfall, kosmischer Trisomie, sagt sie, es gab keinerlei Spur, sagt sie. Derartiger Kindschaften, verwaist in der eigenen Singularität. Es gab damals nur die üblichen Kinder, unsere, die der anderen, durchaus fröhlich wie immer und in ihrer Fremdheit moderat. Gliederzahl variabel, aber im Einzelfall sehr strikt gehandhabt, so kommen Sie an hier, im Beutel das frische Herz in Skelettteile verkapselt, bei vielen dicht umschichtet vom Wasser schwimmt, das Gehirn vorgespurt, sicher, aber dann treibt es wochenlang durch ein Licht, offen und weiß wie ein Schrei, oder es schleift sich hinab durch einen Graben blau, in eine Bahn weiteres Blau, bis es am tiefsten Strich eine Flosse streift, klatsch und wach. Oder es kommen Schritte über die Treppe, tief wie aus den eigenen Furchen, und die Hand, die übers Gesicht streicht, riecht nach Metall, oder die Hand, die nicht übers Gesicht streicht, würde metallisch wie Werkzeug, oder das gute Besteck aus dem Schub, wo auch das Messer liegt, mit dem sich so gut die Furchen und Brot und Erde und Fleisch ganz leicht hineinschneiden lassen, und nur, dass eine kleine Hand Furchen schneiden will, heißt noch nicht, dass wir dein Leben, von dem auch das eigene Hirn nicht mehr weiß, wie und wo ließe sich so etwas eigentlich unterbringen, damit es sicher verstaut wäre, kein Hirn kann wissen, welches es trifft. Deshalb lassen sie alle büschelweise das Gras wachsen, mindestens hüfthoch fürs Erste, spielen, verstecken, damit. Denn dran ist ein jedes. Vom ersten Moment an alle aus jedem Wurf, Frischlinge, Stichlinge, Würfeweise wird der Orientierungslauf absolviert, dabei kommen sie alle wieder und wieder auf offener Strecke zu liegen, zur Sonne, zum Schlamm darin zappeln, funkeln sie Stränge korrekt geknoteten Wassers, Mineralbrücken, halten sie über gewisse Zeitspannen hin zusammen kompakt, für die eigene Übersicht, abwaschbar und mobil, so sind sie sich selbst zur Verfügung gestellt, also prinzipiell, sodass sie es sehen, die anderen und noch andere Zeilen und Reihen, die schlucken, es funkeln so viele irgendwo in den Lagen zwischen weit oben und mitten im Schlamm sich zu, an, sind, und wollen wie alle anderen jemand sein, wo es draufregnen kann. Blitz, wie die Stimmen der Mädchen, die weiter in den Schlammlicht den Sand hineintreiben und sollen nicht. Wie die Birke beim Werk, die sich so krumm in jeden nächsten Moment duckt, als könnte schon dieser ihr Scheitelpunkt sein, der sie köpft, abreißt. Wie diese eine, die Tag für Tag zwei Grundstücke weiter ist, dort war kein Haus, bloß ein Buckel, irgendwas haufenweise, die Halme, die Birke, eine und darin sie, steigt aus dem Hemd,
steigt hoch und fliegt. Auf dem einen Ast, wo eine liegen kann, liegt sie und fällt, Haare die Finger voran durch den Nachmittag, dass es wird, die auf der Stelle fliegen. Und manchmal segelt der Mund auf in ein Fädchen, weht durch die anderen Rinnchen raus, weil sie wie diese ist, weil es aus ihr raus und auf sie drauf regnen kann, nur tut es das wieder nicht. Das tut es schon wieder nicht. Das tut es schon wieder nicht, wie nur wieder Stimmen aus ihren Müttern hervorflackern, schauergriffigen Zucker sie über die Haut fegen. Gänschen mein, Gänschen klein, es ist ausgepirscht jetzt, komm heim jetzt. So streift die Sandmutter, Mutter in diesem Zimmer um diesem, die komm jetzt, ich deck dich, ich weck dich, Mütter von der langen Hand durch das Gras, sie sucht sie unter sich. Sie sucht sie unter sich, denn einen Kopf über sich kennt sie nicht. Während sie still weiterfliegt, denkt, der Ast ist ein Knoten und beult ihr den Rücken. Sie denkt, so hockt ein Kamel im Baum und wird alles, was er sich unters Fell ziehen, gleich, wenn es kommt, wenn es kommt, wenn es kommt. Oder noch besser, das Fell wechseln, den Rücken platzeln lassen, dass aus Blattbeulen Blätter aufspritzen, sie kochen aus Matsch, Licht, ihr, Limonade, Kamelbuckel sein, Katzbuckel unter der Sonne und läuft dran ein Rudel Blätterkopf über hindurch, durch den Wind so dicht, dass der sprudelt, drin schwimmt der Zucker, wechselwarm und gelöst, unter dem Schwung neuer Augen, die kaltsichtig, nahsichtig sind ein jedes Stich, die Umgebung nach innen als Kurven Tränen der Temperatur, Infusion Kälte ins siedende Wachs, wird das siedende Fleisch, faltet sich beinahe starr, dicht um die eigenen Achsen, so legt es sich, sie sich, regloser Blattfalter, Hautfalte unter die anderen, alles fackelt in Zeitlupe, sich, die ganz eigen schraffierten Fleischfarben, Bahn an Bahn schwanken, sie wechseln, tauschen sie Kälte für eine Weile durchwachsen von einem quergängigen Takt und für die folgende Weile nimmt etwas sich und springt. Nur, dass sie schon groß ist. Und deshalb weiß sie, nein, nein, so ist das nicht. Das ist so nicht. Nachmittage sind wechselwarm, jetzt sie aber nicht. Es gibt Wechselhemden, Tage, wo sie in einem solchen steckt und es spannt vielleicht wie die Haut, ein Wechselfell wird die deshalb noch lange nicht. Sie läuft stramm an den gleich krummen Wirbeln lang unter den Knöcheln der Mütter am Abend, die tappen tapp, tapp dran entlang und Takt ist, was das fällt steil an der Außenhaut von der einen, die in ihm schwankt, ab, legt sich, schwappt dabei in keine andere, Takt ist bloß still oder nicht. Takt ist nicht das, was durcheinander kommt und sich mischt, sagt die Mutter, als sie sie fragt, macht tapp, trapp, mit der einen Hand lacht, sagt, bis eines dem anderen in den Nack. Takt, trapp, springt ihn, packt Übersprungstakt, der sich eine Nuss krallt, sie aufkaut und schwapp, fällt der Mutter aus ihrer anderen Hand Limonade ins gleichwarme Glas. Sie nimmt es, wimmeln Bläschen, zappeln, platzen als Schmutz auf ihre Hand und sie nimmt einen Schluck. Erst kurz unruhig, fällt dann in den Körper, der tief ist, weiß sie und fest, an sehr vielen Stellen, erwärmt ihn sich, wächst. Weil sich ein Körper ein klein wenig ausdehnt, wenn er sich erwärmt, der Planet aber nicht. Und trotzdem wird dem Planeten die Haut knapp, obwohl die eine Planetenhaut da ja aus ganz vielen ist. Heute grün, rinnend, ein Pelz praktisch unsichtbar oder dunkel und hart, Haut als kriechender Widerstand. Kriechen sie ineinander, sie aufeinander fallen, falten sie freiwillig oder auch nicht sich, denkt einer, so denkt einer sich das. So denkt sich das einer, sagt sie. Und sie sagt, selbstverständlich. Als die Tochter sagt, einer, sagst du, er, sagt sie, selbstverständlich er.
Es gab lange noch Männer, Buben, 3 Jahre Sommer, 3 Jahre Urteils- und Einsichtsfindung. Und dann waren wir erst am Beginn einer langen Spange des Übergangs, unseres Transfers in die stabilere Lage, die dann entsteht, wenn man zur Rettung der Körper deren Fokus verlegt. Also jedes Set Glieder, sofern es vom Grundmuster abweicht, zu adressiert und in Bewegung versetzt, dass es seine zentralen Organe in diesen Fokus verschiebt. Dorthin, wo das Menschenfleisch tief ist, dunkel und fest, ihm seinen Ort präpariert, wo es die Häute sortiert, Flüssigkeit abschnürt, sie wachsen lässt und schon sind es 2, 3, was sich als neuer Kopf abstößt, ablöst, auflacht, schließlich nach Gliedertest und davonläuft. Das, so war sich einig geworden, sei das Zentralereignis. Zugang hierzu allgemein. Und für viele von uns sagt sie, hat das auch funktioniert, nur, und da ist sie kurz, als die Tochter sagt, unsere wichtigste Pflicht an allen, deren Schwäche sie in die übergreifende Aggression, da ist sie kurz, und dann sagt sie, ja. 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 Nur wie alles, was absteht, zart ist. Graskegel, Grasflaum, sich zu leicht verhakt, in Austrocknung, Funkenflug, immer nur hier ist. So sitzt einer, saß, verheddert in diese Sätze tief unterm Steintisch und klein genug für sie war er nie und nie für die eigene Schädeldecke, die spannt und kein Schildkrötenschild wird, für alles, was weich darunter verkriecht, sich säuberlich wegsteckt, wegpackt, als letztes verstaut sich der Schnabel, faucht von da bloß noch sein Nein heraus, Silbe, die hart und hohlgekratzt wegschnellt, nimmt nichts, isst nicht nichts, sich aufgibt, fest, bleibt bloß der Stein, bleibt kalt, die Faust gedrückt, das Reptilienherz auch, hofft, wenn er so den Kopf drückt, zerquetscht es die Sätze und bleibt bloß er, faserndes Fleisch und Steinschild, das den Weg in sich selbst zurückkennt. Und da hat sich die Tochter gesetzt. Sie sagt, hoch, Mutter, hoch. Erst faucht die Sonne, jetzt faucht auf einmal ein Sohn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ist, wovon du sprechen wolltest. Und sie sagt, doch, schon. Und sie sagt, aber egal. Und es war so. Vor uns lagen 3 Jahre Sommer. Das weiß man noch nicht. Aber du hörst etwas faucht und das und die Tochter nickt. Und das musst du dir so vorstellen. Du liegst einen Sommer lang, schießt jeden Tag kurz vor Sonnenaufgang etwas hinein zwischen die Decke und dich, was wie ein elektrisches Feld, Strombefall, den dein Rücken nicht kennt, dein Bauch auch nicht und den er bekämpft, indem er hinausrennt, noch barfuß, will sich am Gras aus dem Netz streifen, denn das ist schon hart, kaum mehr absorbiert, von der eigenen Flüssigkeitsleitung wird es das abkratzen, abstreifen und den Füßen wird rot, gut und dann kommt die Sonne. Stück Kieferleiste, das lodert, den Horizont zu besaugen beginnt und die Welt reagiert. Tag für Tag ist sie im ersten Schreck ein Kamin, durch den sie ihr zujagt, sich zujapst, Trichter, indem sie ihre tiefsten Gelenke trennt, den Abschnitt Wurzel vom nächsten, vom Halm, Kämme, gehüllter Zähnchen, aus denen der Nerv flattert, wegtrocknet Zahnfelder, wie sie ein Teppich Raubkatzen aufreißt, sich Kiefer vom Fleisch löst, Luft, faucht dran entlang und so, sagt sie, war das Geräusch damals. Ein Rachen explodiert, explodiert heute Morgen und so konnte man's kommen. Und sie sieht, wie die Tochter kurz zuckt, sich das Kleid strafft, sagt, ja, es gibt Zeichen. Und sie sagt, man kann es kommen sehen. Aber Zeichen sind das nicht. Wenn Strom wie Querschläger der und der auf Sonnenstrahlen durch die Halme fährt, mäht, über der Erde, unter der Erde es ein Gehäcksel gibt, dann kann man das kommen sehen, dass irgendwann dieses neue Gespräu, was alles viel zu sehr knistert, dass das, was Oberfläche gewesen war und hätte bleiben sollen, einfällt
unter uns. Und man kann es kommen spüren, im eigenen Körper, wenn der schon den Takt strafft, sich zusammenballt im eigenen Hals, heißt, ist alles noch da, noch ist alles da, noch klopfen wir, halten wir weiter uns aus und im Gefinger der anderen Arten, Geschnaufe wie Unkrautranken, rings um diesen schmalen Hals, als die Tochter sagt, und das ist ja, während sie weiterspricht, sagt, dann kann sie es kommen spüren, das noch knapp. Wie die Made unter dem Holz, noch hat sie sich Hälschen, Gelee, dass es ruckt unterm Schnabel, dass ihr schon transplantiert sein Klackrack hineinstößt, ehe er sie verdaut oder nur aufstemmt und nicht verdaut. Dass sie weiter da bleibt für morgen, wenn wir wiederum unter uns sind, wie wir seit Jahren, wir sind ganz unter uns. Wo jedes Glied unsere Gemeinschaft verfügen kann über jederzeit schützende Aufnahme, jederzeit Schatten wie Wasser. Und jede Frau hat das hört, sie kommen, höhnten, Schatten wie Wasser den unsrigen, Schatten wie Wasser hofft, sie gehen vorbei diesmal, hofft. Es ist Übervorsicht, es ist nur Übervorsicht, dass sie schon die Hose auszieht, sie faltet schadlos, sich auf den Tisch setzt, dass man sie unsrige nur drückt, nicht hinwirft unter unsere Körper. Unter diese Art lebenserhaltender Maßnahme, welche auch den Arterhalt deckt, in der unter uns gebotenen Offenheit, das weiß der Kopf. Unser Kopf, wenn es ihm die Tischkante noch einmal quer unterschlägt, schlägt am weit überstreckten Hals, weiß, für Kopferhalt wäre im Anschluss dann selbst zu sorgen. Wenn Rumpf, Kopf, Hals, nur mal ein noch sich zum Fraß zu werfen, ein knapp hier, eines da, und sie sich dafür hassen, wie sie danach schnappen, während die Hände dazwischen flattern, sie abzwellen, ein, zwei Kopf, ein, zwei Rumpf, ein, zwei Hals, es ist alles noch da, es ist alles noch da, und schon zu basteln beginnen, weil sie es kommen sehen, den Kinderkopf, Kinderrumpf, dazwischen sitzt da seine Klinke, der Halsleitbündel, das es erst abzuwischen und dann zu schützen gilt, in Tüchern, Schals, Ringen, in Zeichnungen, welche das oben und unten verbinden, wechselströmen soll, das ein Verdauungskanal für gute Deckung und echten Zusammenhalt, weil ein Hals wie eine Pflanze ist. Vertikal, praktisch immobil, und es steckt als ein weicher Stift eine Seele darin, treibt. Und wenn es dann so kommt, dass schon ein jeder Punkt einsinkt, unter jedem auch Tierfuß nachgibt und sackt vom Gehen ins Ergehen und von den Haaren, sackt jedes Einzelne mit, wittert, es ahnt, wie es dem Fleisch, aus dem es herauswächst, bald ergangen sein wird. Dann kann es rennen, hoffen, es stolpert und fällt und beim Aufschlag katapultiert es die Seele hinaus. Oder man setzt sich ruhig, legt ruhig alles da und versucht, die Seele wandern zu schicken. Das kann man probieren. Und das habe ich. Aber sie ist nicht gegangen. Vielen Dank, das war schon ein Wahnsinnseinstieg. Es ist ein poetischer Monolog aus der Zukunft, ein Erinnern aus der Zukunft, wie es dem Fleisch ergangen sein wird.
Was für ein Denkmodell ist dieses Zukunft imaginieren, nicht als etwas, was sein kann, sondern als etwas, was vergehend ist, als etwas, was Vergangenheit gleichzeitig auch ist. Wieso dieses Denkmodell? Wie können wir umdenken, indem wir auch Zeit und Epochen neu denken? Ich glaube, mir ging's nicht darum, irgendwie zu sagen, so wird die Zukunft kommen. So sieht es denn aus, das ist irgendwie mein Bild davon, ich habe jetzt diese Strömungen hier, da extrapoliere ich das. Sondern mir ging es um was anderes. Mir ging es darum, wie funktioniert Wissensübermittlung von Generation zu Generation und wie funktioniert das in den Familien. Und dann stößt man da auf einen interessanten Konflikt, nämlich dass das, was eigentlich wichtig wäre zu sagen, nämlich wie hat sich denn was angefühlt, wie war denn das eigentlich, dass das kaum kommunizierbar ist, weil das ist was, das macht die Lyrik. Die Lyrik gehört aber nicht zur Wissensübermittlung, sondern die Lyrik ist etwas sozusagen Überzeitliches. Und zur Wissensübermittlung gehört in der Regel, dass wir Fakten darlegen und vielleicht noch die eine oder andere Erzählung hinzufügen. Und dieses Buch arbeitet sich an diesem Konflikt ab und versucht diese beiden Ebenen zu verschränken und zu sagen, eigentlich wäre wichtig zu sagen, dass die sagt, wie es denn gewesen ist. Also man sah das kommen, dann kam es, dann brach das alles zusammen. Und sie übermittelt das in einer Sprache, die auch zeigt, dass das Denken dann Probleme hatte, mitzuhalten mit dem, was passiert ist. Es wurde ja auch vorhin ja schon erwähnt, ne? Wörter sind Teile der Lösung. Sind denn dann auch Wörter Teile des Problems? Ich meine, der Text kommt manchmal mit seiner brachialen Sprachgewalt, dass man manchmal nicht weiß, findet man es wahnsinnig schön, manchmal findet man es wahnsinnig brutal auch. Es sind ja auch, sagen wir mal, einiges an Floskeln drin, die offensichtlich noch viel brutalere Prozesse kaschieren. Andererseits ringen sowohl Mutter als auch Tochter mit der Sprache. Wie positioniert sich Lyrik in diesem Wechselspiel aus Wörter, also aus der Macht der Wörter, die sowohl positiv als auch negativ wirken kann? Also man muss natürlich sagen, dass diese Frage, ob Wörter nicht Teil der Lösung sein müssen, aus einem anderen Projekt sind. Okay. Und nicht aus diesem. Also ich würde diesen Satz hier nicht auf das anwenden. Aber ich denke doch, dass diese Art zu sprechen Teil der Lösung ist, weil sie Bruchlinien aufzeigt, Probleme aufzeigt und weil sie sie schafft keinen Fluchtraum, in den man sich retten kann. Also sie schafft keinen Ort, wo man sich etwas schön reden kann. Und das ist auch die Situation, die sitzt da mit ihrer Tochter, wir erfahren dann später, es ist das letzte Gespräch, und sie versucht nochmal alles zu deponieren, was sie glaubt, was die Tochter und die Enkelkinder wissen müssen. Und für Schönreden ist da tatsächlich kein Platz. Und gleichzeitig wird dieses Denken aber auch als eines gezeigt, das nicht frei ist, so wie unser Denken auch nicht frei ist, sondern in dieses Denken haben sich ganz viele Floskeln, ganz viel Propagandamaterial, ganz viel eigenartige Denkfiguren haben sich da eingeschlichen, und es ist immer ein Denken und ein Sprechen, das ringt um das, was denk- und sagbar ist. Also es kommen ja auch relativ am Anfang schon sehr viele Verschwörungstheorien drin vor. Es wird immer darum gerungen, wie sind denn die Ereignisse jetzt eigentlich zu deuten? Und das wird da ausgetragen in diesem Ding. Und ich habe das geschrieben vor Corona. Das ist also in der besten Corona-Zeit im Herbst 2020 erschienen. Vor Corona war das längst fertig, und ich habe gestaunt, wie meine Verschwörungstheorien, die mir beim Schreiben vollkommen irre vorkamen, so irre dann gar nicht waren. Du hast ja jetzt auch die Bruchstellen schon angesprochen, und wir bewegen uns ja in einem Zeitalter, das sehr vom menschlichen Einfluss dominiert wird, wo es vielleicht auch darum geht, Bruchlinien, Bruchstellen eher transparent zu machen, als wirklich Antworten zu geben. Dein Text arbeitet ja auch viel mit Leerstellen, die jetzt so im gesprochenen Vortrag gar nicht eins zu eins abgebildet werden können. Kannst du uns vielleicht sagen, welche Bedeutung auch die leeren Seiten oder auch die Speersätze in deinem Werk haben? Dazu muss man sagen, dass da immer so kleine Einheiten
in diesen Versen sind. Es sind immer zwei Zeiler, dann sind kleine Einheiten, die zusammenstehen, und dann sind immer einige Leerstellen dazwischen. Ja, genau, so wie so ein Lückentext. Jetzt bin ich natürlich, also als Künstlerin habe ich natürlich einen anderen Blick auf die Form, als ich das als Literaturwissenschaftlerin hätte oder habe. Für mich als Dichterin ist ja nur interessant, ich habe etwas, das sprachlich noch nicht vorhanden ist oder für mich noch nicht so sprachlich vorhanden ist, wie ich das gerne hätte. Ich brauche eine Form, sodass ich das zeigen kann. Und sobald ich diese Form habe, wo ich merke, jetzt lässt sich das sprachlich herstellen, was ich herstellen möchte, dann ist es sozusagen selbstevident. Also dann ist diese Form richtig, weil sie dieses Sprechen ermöglicht. Sie dann wieder zu analysieren und zu sagen, aber warum ist denn jetzt diese Form so, wie sie ist, ist dann schon der nächste Schritt, ist eigentlich ein literaturwissenschaftlicher Schritt, mit dem ich mich auch sehr, sehr schwer tue tatsächlich. Ich habe den Eindruck, dass diese Leerstellen, die da im Text sind, dass die sozusagen sinnlich umsetzen, was eine der Grundfiguren in diesem Text sind, dass man einen Einschnitt erlebt, nachdem die Dinge so nicht mehr möglich sind, wie sie vorher möglich waren. Also es entsteht sozusagen ein Abstand zwischen dem, was man jetzt ist und was man vorher hatte, und gleichzeitig muss man aber anknüpfen an das, was vorher war, denn man hat ja nichts anderes. Also man muss sozusagen das Gehabte hindurchziehen durch diese Leerstellen, und beim Sprechen ziehe ich das natürlich stärker hindurch, als das im schriftlichen Text der Fall ist. Ich vermute, irgendwas damit haben diese Leerstellen im Text zu tun. Bieten die auch das Potenzial für die Rezipientin, sich da irgendwie stärker in Bezug zu setzen, dadurch, dass diese Lücken entstehen, und die imaginativ vielleicht auch für sich zu schließen? Das, denke ich, sollte eigentlich das Textgewebe leisten, das aber nicht alle Stellen besetzt. Ob das tatsächlich durch diese weißen Stellen im Buch gewährleistet ist, das traue ich mir nicht zu sagen, weil das muss nicht unbedingt freundlich wirken. Also ich fände das schön, wenn Leute sagen würden, das ist schön, da entsteht Raum, den kann ich nutzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach auch verunsichernd wirken kann, dass da diese Leerstellen sind, man weiß nicht genau, was die bedeuten. Ich habe dann auch, als der Text fertig war, die auch mal probeweise geschlossen und habe einen Text gemacht, wo diese Leerstellen nicht drin waren. Hat sich herausgestellt, es geht nicht, die müssen da sein, ohne dass ich das jetzt genauer begründen könnte. Ich meine, da stellt sich ja auch die Frage, wie weit denn die Kommunikation zwischen Mutter und Tochter letztendlich funktioniert. Man hat ja doch das Gefühl, die Tochter versucht, sich dem, der Erinnerung der Mutter auch vielfach zu entziehen, eben doch einen Fluchtraum aufzumachen, und denkt viel mehr, als sie dann letztendlich sagt. Spielt das dann auch in diesem Zusammenhang eine Rolle, dass sozusagen wir eine Kommunikation haben zwischen Mutter und Tochter und Leser, und dass jeder in gewisser Weise damit kämpfen muss, diese Wahrheit zu erringen? Ich denke schon, ja. Also also es ist kein, es ist letztlich, so absurd es jetzt klingt, ein optimistischer Text, weil es gibt dann die Stelle, wo diese Kommunikation zumindest in Ansätzen gelingt. Und um diese Stelle, glaube ich, ging es mir auch. Aber ansonsten ist der Text schon nüchtern dahingehend, dass er das, glaube ich, realistisch sieht, wie viel an so Kommunikation gelingen kann und eben dann auch nicht gelingt, weil die Probleme der Tochter, bis sie später im Text auch sagt, ganz andere sind als jetzt die Probleme, die die Mutter jetzt hat bei dem, was sie noch alles hinterlassen möchte. Und trotzdem, denke ich, wäre es ein Wert in sich, immer wieder zu versuchen, diese Kommunikation herzustellen. Du hast jetzt gesagt, dass es auch irgendwie einen Aspekt von Hoffnung gibt in deinem Werk. Jetzt stellst du ja ein Zitat von Hölderlin vorweg, der eher eine klagende Note hat. Dort hast du ja auch einen Auszug gewählt, der eben nicht diesen hymnisch preisenden Charakter hat, sondern eher das Entsetzen über die Gegenwart zum Gegenstand hat. Dann Lobgesang direkt im Titel. Welchen Stellenwert hat denn Hoffnung? Auch vielleicht mit Blick auf den Ausgang, den wir jetzt nicht gehört haben, aber den du gerne ja auch vielleicht nochmal thematisieren kannst.
Also generell denke ich, ist es so, dass das ein Lobgesang ist, der Haare auf den Zähnen hat. Es ist sozusagen ein Lobgesang, der sich selber nicht singen kann, weil er sonst gelogen wäre. Also es ist der Lobgesang, der dadurch entsteht, durch die Trauer, dass es nicht möglich ist, so einfach die Dinge anzusingen, wie man es oft gerne würde. Also dieses Staunen angesichts der Welt, diese Bewunderung, diese Freude, diese Liebe zur Welt, die vermutlich jedes Lebewesen hat, dass es nicht möglich ist, sie einfach so zu artikulieren, wie man es gerne hätte, weil man dazu zu viele Dinge ausblenden müsste. Insofern ist die Trauer eigentlich die Kehrseite des Lobenwollens, des Preisenwollens, der Bewunderung, die man hat. Und ich denke sicher, dass diese Trauer da das dominante Gefühl ist in diesem Buch und auch eine gewisse Bitterkeit. Aber ich denke eben auch, dass man es sich mit der Hoffnung nicht zu leicht machen sollte. Also Hoffnung ist irgendwie, das gibt es oft als Gratisbeilage. Ja, also so hoffen kann man immer auf irgendwas. Und gerade zur Zeit habe ich den Eindruck, wird es auch sehr, sehr stark eingefordert. Man möge bitte hoffen, man möge jetzt hoffen, man dürfe jetzt das nicht, man dürfe jetzt nicht verzweifeln, man dürfe nicht zu pessimistisch sein. Als sei mit dem Hoffen schon irgendwas gewonnen. Damit ist erstmal noch gar nichts gewonnen. Also Hoffen kann auch immer so ein, ja, so ein angenehmer Seitenweg sein, in dem ich mir sage, ja, das wird schon werden. Ja, wird schon werden. Irgendwie wird es schon werden. Und ich denke, dass eigentlich die interessantere Hoffnung wäre, die daraus entsteht, dass man wirklich diesem Wort, das auch so viel kursiert zurzeit, der Resilienz auf den Grund geht und sagt, Resilienz würde doch eigentlich genau dann entstehen, wenn wir uns auch trauen, diese ganzen negativen Emotionen durchzuarbeiten und wirklich wieder durchzuarbeiten und zu thematisieren und sie zu zeigen, weil ja ich denke, die Emotionen, die wir haben, ja doch eine sehr gute Auskunft geben über die Wirklichkeit und über unsere Beziehung zur Wirklichkeit sind und die nicht schön zu reden und zu sagen, dem stellen wir uns jetzt und wir können das sagen, das fühlt sich nicht gut an, so auf dieser Welt zu leben, so wie sie im Moment ist, fühlt sich nicht gut an. Was würden wir denn machen müssen, damit sich das besser anfühlt für uns und für andere Lebewesen? Fände ich eigentlich eine Art von nüchterner Hoffnung, eine Art von härterer Hoffnung und eine Art von ehrlicherer Hoffnung, um die es mir hier gehen würde. Und dann haben wir eben diese Frau, die da spricht über doch auch ziemlich unersprießliche Dinge. Und ich denke, dass es ein Weg dorthin wäre, dieses Ansprechen von Dingen, die man eigentlich nicht anspricht, weil nie Zeit ist. In den Familien ist nicht Zeit. Es gibt das Setting nicht dafür. Man schämt sich. Es ist tabuisiert. Aber vielleicht wäre es besser, da durchzugehen. Denn einfach so dahin hoffen, das haben wir jetzt schon ziemlich lang gemacht. Und es hat uns nicht besonders weit gebracht. Ist das für dich auch der Grund dafür, dass du diese Engführung schaffst zwischen dem Mutter-Tochter-Gespräch und dem Konflikt und dem größeren Kosmos sozusagen, auch dieser Klimakatastrophe und die Anbindung an das Kommen sehen und Kommen spüren? Da findet ja auch in gewisser Weise vielleicht eine Bewegung hin statt, die dann stärker an dem Spüren, der spürenden Erfahrung, der Empfindung und der Körperlichkeit ansetzt. Ja, ich denke schon. Ne? Also zu zeigen, dass das Kommen sehen, und das ist keine rein intellektuelle Übung, zumindest nicht so, wie wir Intellekt normalerweise begreifen. Und ich denke eben, zum Intellekt gehört eigentlich der gesamte Körperapparat und der gesamte emotionale Apparat dazu, denn sonst ist es eine Fiktion. Und ja, insofern kommt es da natürlich rein. Ja. Und ist so eine Art von härterer Hoffnung, ist sie denkbar jenseits von so einem absoluten Endpunkt? Also in dem Fall braucht es ja sozusagen das Bewusstsein der älteren Frau, dass sie nur noch diese eine Möglichkeit haben wird zu sprechen. Und umgekehrt denkt man ja auch oft an, es braucht eine Katastrophe, dass wir überhaupt Dinge einsehen. Wie ist das?
diesem Text? Ja, das, also ich glaube, wenn ich das denken würde, es braucht immer diese absolute Endstelle, um dorthin zu kommen, dann hätte ich das Buch nicht schreiben müssen. Eine imaginative Endstelle. Also, ja, eine imaginative Endstelle. Ja. Nee, das glaube ich eben nicht. Ich glaube das gar nicht. Also ich denke, das ist eine Sache, die lässt sich auch üben, ohne dass man in solche Extremsituationen kommt. Wobei Extremsituationen ja durchaus zur Verfügung stehen. Also wir brauchen nicht unbedingt nur die apokalyptische Imagination, sondern vielleicht ein anderes Verständnis für die Prozesse, die wirklich um uns herum dauerhaft sichtbar sind und die eigentlich den ganzen Alltag durchziehen. Verstehe ich dich da richtig? Genau. Und ich denke auch, nicht nur die Prozesse, die unseren Alltag durchziehen, sondern die Prozesse, die auch uns durchziehen. Also ich glaube, dass zu dieser Art von härteren Hoffnungen gehören würde, dass wir beginnen, uns einzugestehen, wie ungeheuer verwundbar wir sind und wie ungeheuer abhängig wir sind von funktionierenden ökologischen Prozessen. Und wenn wir es schaffen würden, das in unser Denken und in unsere Sprache einzugliedern, glaube ich, wäre schon sehr viel gewonnen. Und die Sprache ist da. Und deswegen ist auch so vieles so weird in diesem Buch, ja, und nicht so einfach irgendwie schön rauserzählt, wie ich das jetzt hier auf der Bühne erzähle. Ich glaube, dass die Sprache uns ermutigt dazu, eine Position einzunehmen, die relativ weit entfernt ist und die relativ komfortabel sind und wo wir uns die Dinge auf Armlänge, auf Abstand halten können. Und ich würde denken, es geht auch darum, Sprachschichten anzusprechen, wo und in einer Syntax anzusprechen, wo uns auch klarer wird, dass wir verwoben sind und dass wir abhängig sind mit diesen von gelingenden ökologischen Prozessen. Und also es gibt eine französische Philosophin, Corinne Peluchon, die das sehr schön formuliert, welche Bedeutung es eigentlich haben könnte, wenn wir unsere Verletzlichkeit, unsere Verwundbarkeit eingestehen würden und das schaffen würden, das sozusagen in ein rationales Denken zu integrieren und nicht das rationale Denken eigentlich als Gegenpol zu dieser Art von körperlicher Verwickeltheit zu entwerfen. Und ich meine, das wurde jetzt auch schon mehrfach angesprochen, also diese Art von Sprache ist ja enorm körperlich greifbar. Und der Text, also ich habe das jetzt zum ersten Mal sozusagen live gehört, während ich mir vorhin natürlich den Text durchgelesen habe, und dann ist das ein ganz anderer Eindruck. Das ist Wahnsinn, wie das komplett anders nochmal wirkt. Wie arbeitest du als Lyrikerin mit dieser Körperlichkeit von Sprache? Ist das für dich immer als Klang präsent? Ist das synästhetisch gewissermaßen, dass du, wenn du spielst ja offensichtlich ja auch mit dem Visuellen, wir haben ja schon gehört, hier leere Seiten, große Pausen und Leerräume. Wie begreift man Sprache körperlich? Wie generiert man dann daraus so einen Text? Im Prinzip macht man das nur, indem man aufpasst, was beim Sprechen tatsächlich passiert. Denn Sprechen ist nun mal ein extrem körperlicher Prozess. Und im Sprechen läuft auch immer viel mehr ab als die reine ablösbare Semantik von Sätzen, sondern da kommt über die Stimme, über die Körperhaltung, über den Raum, über die Gestik, die Mimik kommt dann noch sehr viel anderes mit rein, das sich transportiert. Und diese Art, dass Sprache als körperliches Ereignis und akustisches Ereignis ist, glaube ich, etwas, was primär ist in meinem Schreiben und woher ich auch komme. Also ich glaube, ich bin ein sehr akustisch gepolter Mensch und eigentlich kommen diese Dinge aus dem Hören. Und das Schreiben ist dann nochmal eine andere Form. Und ich find eben schön, dass man jetzt beides haben kann, weil früher war es schwieriger, Dinge aufzunehmen. Jetzt kann ich das selber machen und kann es am Computer auch schneiden. Und dann hat man beide Formen und sie ermöglichen vollkommen unterschiedliche Arten von Rezeption auch. Wie du auch gesagt hast, im Buch ist vollkommen anders. Genau, und es ist eine ganz andere Art von Rezeption und Denken, die da ermöglicht wird. Dann glaube ich, machen wir jetzt mal wieder mit ein bisschen Hören weiter, oder? Würde ich vorschlagen. Mhm. Dann gehe ich nochmal.
wie sie damals die Nachbarskinder gehört hat. Zur Mitte des dritten Jahres, während sie eigentlich deren Mutter zuhören will, die bei ihr in der Tür sagt, wir werden gehen, und sie fragt nicht, wohin, weil sie beide wissen, dass Gehen längst nichts mehr bei sich hat. Kein Wann, Wie, kein Wohin in der blanken Geschmeidigkeit skelettierter Bewegung. Und sie sagt, ja, sagt, gut. Während sie horcht, wie von den Kindern wieder ein Kratzen kommt. Sie stochern im Flussbett stur und die Rufe, schon da, wo es hakt, dass sie hängen bleibt. Das stinkt aber, das ist das richtige Schwert heute. Und wenn das, was da glitzert, bloß Sand ist, glitzert der Sand am Feld? Nein, das ist die Tarnkappe. Schau, die ist undicht, da blitzt schon das Wasser durch. Das ist die Drachentarnkappe, die das Wasser frisst. Wir müssen sie packen, bloß ihr den Kopf abhacken. Und wenn er nachwächst, uns auch frisst, musst ja nicht. Sie mussten beide mit. In ihren Rücken das Haus, gut durcherhitzt, abgelegt, ein Exoskelett voll mit leeren Betten, Tarnkappenangeln in den Fenstern, durch die rollten Jahre, das große Wann, Wie, Wohin hindurch, sind erst mit dem Haus zusammengeschrumpft, denkt sie. Und jetzt sind sie kaum. Und es ist auch kein richtiges Haus mehr. Womit es nicht das Einzige ist. Während sie hier sitzt, denkt und sich das Her formuliert und dabei ausgerechnet den Steinen ein Stückchen vom Ich hinschiebt, von sich wegschiebt, während sie hier sitzt und sich das Her formuliert, mit dieser Sprache, die dünner macht, dünn wie die ledrige Tochter, die ihre Schritte zieht durch den Garten, feste Sehnen von diesem Gewächs an seinem Ort und im nur halbhohen Baum zu jenem, das nur am offenen Wegesrand kann, eine Naht wie das Licht von einer Sonne, die tiefer geht und regelmäßig auch aus dem Weg, wo sie mit Schritten ihm Sehnen webt, damit ihr der Garten gelenkig gerät, abfedert von wo sie gelegentlich ihr einen Blick zuwirft, eng wie ein trockenes Blutfädchen durch einen alten Schnitt. Mit dieser Sprache, die dünner macht, indem sie Wasser einschleust, denkt sie, verdünnt sie zurückzieht ins saftige Fleisch um die Knochen, das beweglich war, sich gern löst, zieht den Sumpf durch den Mund mit seinen Mücken, während die Gegend steht und die Luft steht, entsumpft, als es sie gleichzieht, in einem aktuelleren Wort trockengelegt, von einer Jahreszeit, die sich festgesetzt hat in ihnen, sie aussaugt, gleichstampft zu pulvriger Luft, bis auch das flatternde Blut es spürt, wie es jetzt gelogen ist, jetzt ausnahmslos, weil keine mehr wagt, sich aktiv das vorzustellen, eine Abzweigung Flüssigkeit, und sie liegt, gern, als der Wind hineingreift, überlässt sie ihm eine feine Schicht von sich, dass ihre Oberflächen sich aufschürfen, abtragen, sich dabei freiglitzern, weil sie wusste, A, das ist wechselseitig, B, könnte sie sowas nie ganz pulverisieren, so dass es sie nicht mal in der Dreckform mehr gäbe, ebenso winzig wie schwer erreichbar, hinter dem Augapfel stört oder ein böser Tropfen, der rollt im Ohr nach dem Schwimmen, rollt und derartig quält, dass er zur Schwimmblase wird für jede Aufmerksamkeit, die sich darin aufkratzt und schließlich platzt in der Erinnerung, in die sich breit und langsam die Brücke kringelt, wie sie sich verwandelt hat in dieses Ding fester Unmöglichkeit, das niemand mehr transferieren würde von der Haus auf eine insektenumtoste Schwimmseite, dass es der Schritt spürt, wie es ihn spießt, in ihrer Mitte der Blick scheut, flickert und sieht, weit über dem gewölbten Scheitel lässt sie Gestirne kollern wie Äpfel, achtlos vergossen, aber in Sicherheit und
unter dem Scheitel bleiben gut erreichbare Steine in Höhnen der Spannkraft, an die das Hirn geht und wieder geht, während sie es ihm in den Riss haut. Ja, Überstein und Übersteine, geh nur immer, immer fort, das weitertreibt durch die Bissspuren vergangener Flüssigkeit. Doch über alles spannt unser Erbgut sich in seiner gezielten Mischung Garant flüssigster Überbrückung. Flüssigste Überbrückung, das wird dein Erbgut sein. Das wird dein Erbgut sein, deines, Tochter. Wie sie da steht und viel zu jung ist für irgendeine Art Schuld daran. Kein Grund. Nur Effekt auf der harten Erde, in der sich was wittert, anspannt, wenn sie es sieht, wie auf diesem grundkahlen Spiegel, der gar nicht der ihre sein sollte, sonst nur noch die Sonne liegt, bereit, sich hineinzuhecheln in diese Erbmasse aus dem Raum gefallener Wörter, sie nochmal von vorn durchzuwühlen, weshalb sie der Tochter die Hand hinstreckt, nun nicht in echt, aber sie schon einlädt. Auf die Lieblingsbank, auf der jede sprechende Welt dem Rest dieser Welt die Kehle hinstreckt, strecken muss, wenn der dran entlang streicht, instinktsicher mit dem Wort Du, an dem die Frage, ist das nicht gelogen, gnadenblank abperlt. Also, jetzt kam gerade nochmal der Begriff der Schuld drin vor. Und wenn man diesen Text hört, ich meine, es sind ziemliche Extreme, in die diese Welt getrieben wird. Ne? Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen für ein Überleben? Und wie weit, es ist eine schwer greifbare Schuld, glaube ich, die immer wieder doch aufzuscheinen, die man doch immer wieder erkennt, finde ich, in den Sprechern. Wie weit spielt das eine Rolle? Schuld an dem, was geschehen ist, Schuld an dem, was geschehen kann. Und können wir die ausdrücken? Gehört die auch da in diesen Prozess mit rein? Das denke ich schon, ja. Das denke ich vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt so Gespräche anhöre, mir schon mehrfach irgendwie Gespräche zwischen jungen KlimaaktivistInnen und älteren Menschen, wo diese Schuld im Raum stand und wo diese Schuld von meiner Generation und Leuten, die noch ein bisschen älter sind, massiv abgewehrt wurde. Und es wurden 100 Gründe gefunden, warum man nichts tun konnte und warum man eben nicht schuld sei. Und das finde ich interessant, wenn es so wichtig ist, dass man nicht schuld ist, dann ist offenbar wirklich ein Problem da, denke ich. Und das gehört zu diesen Emotionen, von denen ich denke, man sollte den Mut haben, sich diese Emotionen zu stellen. Zu sagen, ja, natürlich fühle ich mich schuldig, natürlich fühle ich mich scheiße schuldig. Ja? Und das geht ja nicht weg, nur wenn ich so tue, als hätte ich dieses Gefühl nicht. Wobei in diesem Buch natürlich, da ist dann schon nochmal eine ganz konkrete Schuld, die diese Frau dann hat und die sie dann ihrer Tochter auch sagt, welche das ist. Wollen wir nicht verraten. Ja. Ich glaube, wir müssten jetzt wahnsinnig weit ausholen, ne, wenn man das jetzt irgendwie. Dann verraten wir das mal nicht. Würde. Gibt ja noch genug Gelegenheit. An der Stelle wird ja auch gesagt, dass die Tochter vielleicht irgendwie zu jung ist, um diese Schuld zu haben. Da wird ja auch angesprochen, dass es hier irgendwie so ein generationsübergreifendes Phänomen ist. Und da stelle ich mir an diesem Punkt die Frage,
ob es dann nicht, ob es diese Rückwärtsgewandtheit, womit ja Schuld irgendwie zusammenhängt, irgendwie, ob das wirklich so transformativ ist oder ob es nicht eher um diese Frage geht, diese Eingangsszene von dem, wohin gehen wir, die Frage eben dessen, worauf wir zulaufen und auch die Frage, inwieweit Lyrik darauf Antworten geben kann, weil in so einem in der narrativen Prosa, in einem ganz konkret ausgestalteten Szenario natürlich vielleicht auch andere Antwortmöglichkeiten liegen. Wie sieht es denn da in der Lyrik aus? Wo würdest du da die transformativen Potenziale, die keine Direktiven sind, sehen? Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht hier gerade die Störung ist, diese Widerständigkeit der Sprache, die Abweichung von der Alltagssprache, die einfach in einem leeren Raum oder in einem vollen Raum, aber mit vielen Fragezeichen die Rezipientin stehen lässt. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Es waren jetzt, glaube ich, ganz viele Fragen. also erstmal, ja, hat diese Schuld was Rückwärtsgewandtes, das ist klar. Aber ich glaube eben nicht, dass man vorwärts gehen kann, indem man sagt, man streift das jetzt einfach ab. Ich glaube, man kann nur vorwärts gehen, wenn man sie mitnimmt und sagt, ja, da ist sie, da hat sie ihren Ort und da hat sie ihren Grund und da sind die Möglichkeiten, mit ihr umzugehen und daraus etwas abzuleiten. Das wäre meine Überzeugung. Ich glaube, sobald man versucht, solche Dinge abzustreifen, dann kommen sie wieder, als sitzen sie einem, ui, das bin ich da hinten drauf, sie sitzen einem als Gespenster im Nacken dann. Und vielleicht auch in der Brust. Ja, die Lyrik, denke ich, hat einerseits was Widerständiges, sie hat was Brüchiges, sie hat etwas, was die Sprache aufreiben und aufrauen kann. Ich denke aber vor allen Dingen, dass die Lyrik etwas hat, was die narrative Sprache nicht hat. Sie interagiert mit einer Sprachschicht, in der die Welt etwas für uns bedeutet. Und in der die Wörter etwas für uns bedeuten, also in der sie aufgeladen sind mit allen Erfahrungen, die wir gemacht haben mit diesen Wörtern und mit allem, was wir wissen über die Welt. Und in dieser Sprachschicht sind wir auch verbunden mit der Welt. Also ich denke, es ist gewissermaßen ein ökologischer Raum, weil wir uns da von den Bedeutungen der Wörter nicht trennen können, sondern sie sozusagen Fleisch geworden sind, bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also, und da glaube ich, da kann die Lyrik eingreifen und da sie da eingreift, kann sie auch auf eine ganz tiefsitzende Art und Weise, ich würde jetzt nicht sagen, das Denken verändern, aber sie kann in so kleine Störelemente und so Verschiebungen einpassen, also so kleine Anschrägungen, dass man plötzlich sieht, aha, das verrückt mich jetzt mit meinem Erfahrungsschatz und mit meinem Wortschatz so weit, dass ich plötzlich Dinge sehe, die ich vorher nicht gesehen habe und plötzlich auch Widersprüche erkennen oder Potenziale erkennen, die ich vorher nicht erkannt habe. Und ich glaube, dass sie eben auch in dieser Art, dass sie unsere körperliche Verbundenheit mit der Welt anspricht, Dinge formulieren kann und sprachlich präsent machen kann, die sonst eben nicht präsent gemacht werden können und dadurch eben diese Bewegung, uns als körperlich verwundbare Wesen zu begreifen, über die ich vorher schon gesprochen habe, eigentlich sprachlich vorbereiten oder sprachliche Resonanzflächen dafür schaffen kann, um es mal so zu sagen. Und transzendiert diese Sprache die Generationen? Also wir haben ja vorhin viel über die zwei Generationen, die alte Frau und die Tochter gesprochen. Es kommt aber ja auch noch die dritte Generation, die Kinder, die jetzt gerade eben zu Wort kamen, die Mädchen. Die dann zum Beispiel plötzlich sprechen von der Tarnkappe, die also diesen ganz kargen Raum, den sie vorfinden, nochmal imaginativ überformen, letztendlich mit etwas, was aus dem kulturellen Erbe kommt. Das aber natürlich aus einer ganz anderen Welt herrührt. Und offensichtlich aber diese Sprache in diese neue Welt tragen. Andererseits hat man eben dann doch teilweise das Gefühl, dass manche Arten von Sprache generationsbedingt sind, eben wie zum Beispiel, wenn die Tochter Formulierungen hat, die ganz eindeutig versuchen, etwas schön zu reden, die offensichtlich schon aus ihrer Schulung in diesen Sprachzusammenhängen kommen. Überwindet Sprache diese Generationsgrenzen oder schafft sie sie oder wie siehst du das? Ja, beides. Beides, ne? Sie überwindet die, sie schafft sie auch. Aber vor allen Dingen liefert sie Material, mit dem man weiterarbeiten kann. Also sie
liefert Denkmaterial und formt das Denken, ermöglicht dem Denken aber auch Abstand davon zu nehmen und die Dinge weiterzutreiben und weiterzuentwickeln. Nur wenn keine Sprache da ist, dann kann man nichts machen, dann ist nur ein schwarzes Loch tatsächlich. Man kann sich ja vorstellen, sozusagen eine Zukunft nach einer Katastrophe, die eben tatsächlich auch in einer sprachlichen Reduktion, Destruktion endet. Das ist es aber in diesem Text ja nicht. Ich meine, darin ist ja vielleicht doch auch wieder ein Hoffnungsmoment, also ein Moment karger, harter Hoffnung vorhanden, oder? Ja, darin und darin, dass eben auch immer wieder versucht wird, das, was man jetzt erlebt in diesem Text oder erlebt hat, in Verbindung zu bringen zu ererbten Bildern von der Welt, die man hatte. Und in diesem Fall ist eben, also eines der Bilder, das da ganz stark ist, ist diese Idee, die glaube ich in unserer Kultur oder die ich so wahrnehme, sehr stark ist, nämlich diese Idee, man könne sich irgendwie fortbewegen. Also man könne irgendwo anders hingehen, man könne entkommen, indem man den Raum wechselt, indem man dann zum Beispiel zum Mars fliegt oder sonst wohin. Also ich nehme diese Idee als sehr, sehr stark präsent war. Und in diesem Buch wird sich immer wieder daran abgearbeitet, dass ein Teil dieser Katastrophe dann eben auch war, dass man erkannt hat, dass man nicht weg kann, sondern dass man hier bleibt. Und das ist eigentlich auch das, was mich an diesem Kipppunkt, wie das hier für die Veranstaltung genannt wird, interessiert. Mich interessiert nicht die Katastrophe, mich interessiert auch nicht, wie das oft in solchen Entwürfen ist, dass es irgendein reinigendes Potenzial haben könnte. So, glaube ich alles nicht. Mich interessiert, dass danach noch Leute da sind, die dann mit dieser Situation klarkommen müssen und die dann tatsächlich ihr Denken und ihr Empfinden umbauen müssen und dann damit klarkommen müssen, dass sie vielleicht noch aufgewachsen sind mit der Idee, irgendwo kann man dann schon hin und dann feststellen, nö, es ist die absolute Immanenz. Wir können nirgendwo hin. Deine Bilder sind ja so in Teilen recht abgeschlossen in ihrem Mikrokosmos. Du gehst ja auch irgendwie auf nichtmenschliche Entitäten ein, die du dann beschreibst und dieses Bild dann im Raum stehen lässt und zu einem nächsten weitergehst. Und mir ist gar nicht immer klar gewesen beim Lesen auch, du schreibst von dem Hier und von dem dort draußen und eigentlich ist mir gar nicht so recht bewusst, in welchem Raum, in welcher Zeit wir uns jetzt direkt befinden. Dann gibt es noch diesen Flusslauf, der irgendwie in, weiß ich nicht, 70 Jahren oder wie auch immer in etwa eine Zeitachse irgendwie öffnet. Ist es bewusst im Unklaren gelassen, wo wir uns da befinden, sowohl räumlich als auch zeitlich gesehen? Ja, schon. Es ist ja eine Fiktion. Also ich mache ja keinen Film, wo man sagt, so und jetzt wird das irgendwie alles abgefilmt, alles ausgestaltet und so, sondern es arbeitet eben mit bestimmten Versatzstücken, zu denen man sich, mit denen man etwas zurecht basteln kann. Man hat eine Brücke und dann hat man irgendwie so ein Wehr kommt dann auch vor, man hat diesen Fluss und so genau weiß man nicht, wo man ist. Das ist klar. Muss man, glaube ich, auch nicht, weil es geht eher um Muster als um tatsächlich ausgestaltbare Szenerien, die man exakt verorten könnte. Andererseits ist es exakt verortet, weil der Fluss, den man da sieht, ist tatsächlich der Fluss dort, wo ich geboren bin, die Naab bei Schwandorf. Allerdings in einer fiktiven Variante, wo sie nur noch in Bruchstücken da ist. Ja. Also quasi eine Mittelstellung zwischen Offenheit und Geschlossenheit, um genug Anknüpfungspunkte irgendwie aufrechtzuerhalten mit dem eigenen Erfahrungsschatz, den man mitbringt, um irgendwie auch in der Erfahrbarkeit des Textes gehen zu können. Ja, genau, um es so offen zu lassen, wie ich vorhin ja gesagt habe, dass die poetische Sprache dann immer dort anknüpft, meines Erachtens, wo die Wörter für uns
sehr viel Erfahrung und sehr viel Wissen und sehr viel Emotionen und sehr viel Gedanken tragen. Und es geht natürlich nur, wenn das so weit offen bleibt, dass diese Wörter dann noch anknüpfen können. Wenn die überdeterminiert sind, dann geht es nicht mehr, dann behalte ich sie sozusagen bei mir. Und so setze ich sie frei. Und lenkt diese Kargheit des Raums, also man hat ja immer das Gefühl, das ist offensichtlich ein Raum, in dem ganz viel verloren gegangen ist, ganz viel fehlt. Lenkt das nochmal verstärkt den Fokus auf die Körperlichkeit des eigenen Ich, dass man einfach zurückgeworfen ist, wenn der Raum weniger externe Anknüpfungspunkte gibt, dass man viel mehr auf sich selbst, auf den Körper achtet? Das war manchmal so ein bisschen mein Eindruck, da wo das Außen fehlt, geht der Blick in die andere Richtung. Es wird gnadenloser. Also wenn die Lebenswelt ausgedünnt ist und wenn die Lebewesen weniger werden und wenn das Gewebe brüchiger wird und dünner wird, dann fängt es mich auch nicht mehr, weil dann ist es kein Netz mehr, sondern dann bin ich genau in dem Sinn, wie du sagst, eben viel kompromissloser und erneut härter auf mich selber dann zurückgeworfen. Ja. Yes. Ich wollte vielleicht noch einen Aspekt, und zwar, wir haben ja über die Hoffnung gesprochen. Freiheit ist ja auch so ein Aspekt, der anklingt. Möchtest du dazu vielleicht abschließend noch was sagen? Vielleicht, dass Freiheit super ist. Okay. Wo hört die Freiheit auf? Wo fängt sie an? Ist ja auch das, wenn ich wüsste. Also, also sie gibt dir dann in diesem Buch tatsächlich irgendwie so einen, sie übergibt einen Merksatz an ihre Tochter, wo die Tochter nur aufstöhnt und sagt, was willst du damit? Damit kann ich, also sie sagt sie nicht immer letztlich, was willst du damit? Ich kann damit nichts anfangen. Und sie sagt dann, aber bitte nimm diesen Satz und gib ihn an die Enkelkinder weiter. Und da geht es darum, dass sie sagt, dass die Freiheit darin liegt, nichts zu tun, von dem man vermutet, dass man sich später hassen wird dafür. So, das ist das, was sie da sagt. Ob das mein Begriff von Freiheit ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich einen tragfähigen Begriff von Freiheit habe, den ich jetzt hier elaborieren könnte. Wo beginnt sie, wo hört sie auf? Ich weiß es nicht. Aber das ist das, zu diesem Schluss kommt diese Person in diesem Buch. Dann haben wir das zumindest an den Verantwortungsgedanken rückgebunden, kontextualisiert. Ja, und vielleicht also die Handlungsfreiheit, die daraus entsteht, zu sagen, ich unterlasse ganz bewusst gewisse Dinge, weil sie nur Scheinhandlungen sind und weil sie nur andere Handlungen, die ich eigentlich gar nicht möchte, nach sich ziehen würden. Und ich konzentriere mich auf die Handlungen, von denen ich mir sicher bin, die sind okay.